Hallo Freunde, wir haben uns heute mal Kokosmilch selber gemacht. Das geht relativ einfach zu machen und wir zeigen euch das einfach mal. Wir brauchen das für unser Eis. Bleibt dran, viel Spaß. Für unsere Kokosmilch brauchen wir natürlich erstmal Kokosraspeln. Ich habe jetzt hier diese Tüten, die man überall kaufen kann. Ich habe immer mal irgendwo schon einen Riss in der Dose und machen wir davon jetzt erstmal was in ein geeignetes Gefäß. Ich habe jetzt hier so ein Glas extra für solche Sachen. Da kommen dann jetzt 70 Gramm Kokosraspeln rein. Das ist eine ganze Menge. Und dazu kommen dann ungefähr so 700 Milliliter, nee, 375, knapp 400 Milliliter Wasser. Ich mache das jetzt hier einfach mal mit Gramm. Wenn ich schaffe 375, wenn nicht, ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt 390 Gramm. Da mache ich jetzt einen Deckel drauf und lasse das jetzt erstmal eine Stunde ziehen, damit sich die Kokosraspeln ein bisschen aufweichen, ein bisschen aufdicken. Ich werde das nochmal durchrühren, damit überall das Wasser ist. So, und das lassen wir jetzt erstmal eine Stunde ziehen. Nach einer Stunde könnt ihr das Ganze dann in einen Mixer füllen und das richtig schön durchpürieren lassen. Ich habe jetzt hier einen schönen großen Mixer, Multizerkleinerer. Jetzt ist das alles schön fein gemahlen und jetzt brauchen wir das bloß noch durch ein Tuch gießen und diese Reste von den Kokosflocken ausfiltern praktisch und dann haben wir unsere Kokosmilch auch schon fertig. Dafür lege ich dann jetzt so ein Passiertuch über eine Schüssel und gieße mir dann meine, naja, ist ja noch nicht fertig, aber Kokosmilch da rein. So, und die Kokosraspeln, die jetzt dann hier praktisch überbleiben, die uns ja jetzt den Geschmack für die Milch gegeben haben, braucht man nicht entsorgen. Wir drücken das jetzt hier aus, heben die auf und backen davon gleich einen Kuchen. Oder nicht davon, sondern damit. Das reicht ja nicht für einen Kuchen, es gibt dann nur dem Kuchen seinen Geschmack. So, und jetzt kommt die fertige Milch in ein Glas und dann kann das im Kühlschrank. So, und ich brauche diese Milch immer zum Eis machen oder zum Kuchen backen. Man kann die auch trinken, in Kaffee reinmachen und so was. Das ist so lecker. Jetzt kommt da noch ein Deckel wieder drauf. So ihr Lieben, das ging doch jetzt relativ einfach und schnell, außer eben die Stunde da einwirken lassen und schon hat man seine Kokosmilch fertig. Also das geht relativ einfach, viele Sachen selber zu machen. Man kann die natürlich auch fertig kaufen, gibt es ja auch. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man es selber gemacht hat, ist natürlich
unübertroffen, unschlagbar. Ich brauche meine ungesüßte Kokosmilch jetzt für mein Eis, was ich machen werde. Da kommt ja genügend Zucker rein. Und für Kaffee, da macht man eh Zucker rein, wenn man das süß mag. Und ansonsten, man könnte das ja auch süßen mit Ahornsirup oder was auch immer, was ihr da reinmachen wollt. Ich lasse das so und wir zeigen euch in einem nächsten Video, wie wir damit Eis machen. Bleibt also weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen.